Im Kampf gegen Corona wollen die Bundesländer nun zumindest in einem Punkt künftig an einem Strang ziehen. Wer sich nicht impfen lassen will, kann künftig bei angeordneter Quarantäne und keiner Homeoffice-Option nicht mehr mit sogenannten Lohnersatzleistungen vom Staat rechnen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einigten sich heute auf eine entsprechende neue Regelung vom 1. November an. Einige Länder haben die Zahlungen bereits eingestellt. Keine Lohnerstattung mehr für Ungeimpfte im Quarantänefall. So sieht es das Bundesinfektionsschutzgesetz vor. Und so wollen es die Länder ab 1. November auch handhaben, sagt der bayerische Gesundheitsminister Holeček nach der Sitzung der Gesundheitsminister am Vormittag. Und es geht nochmal darum, dass eine Verdienstausfallsentschädigung dann in Frage kommt, wenn ich in Quarantäne muss. Aber dieser Anspruch dann verwirkt wird, wenn es mir zumutbar ist, diese Quarantäne durch eine Schutzimpfung, die empfohlen ist, zu vermeiden. Die Regelung gilt etwa für ungeimpfte Kontaktpersonen oder ungeimpfte Rückkehrer aus Risikogebieten, nicht jedoch für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Es ist auch eine Frage von Fairness. Daher ist ja auch diese gesetzliche Regelung entstanden. Diejenigen, die sich und andere durch eine Impfung schützen, haben ja dann auch die berechtigte Frage, warum eigentlich für jemanden, der im Urlaub war, im Risikogebiet und weil er nicht geimpft ist, der dann in Quarantäne muss, warum sie dann für so jemanden mitzahlen. Zustimmung für die neue Linie kommt aus der Wirtschaft. Es ist eine Frage der Solidarität mit den anderen bei uns in Deutschland. Das kann weder zulasten des Steuerzahlers noch zulasten der Arbeitgeber gehen. Die Gewerkschaften dagegen kritisieren, die Regelung verlagere den Impfkonflikt in die Betriebe und stelle eine indirekte Impfpflicht dar. Das ist eine Scheinlösung, die das Ziel, dass sich mehr Menschen impfen lassen, nicht erreichen wird. Weil die Menschen werden eher wahrscheinlich verschweigen, dass sie, wenn sie einen negativen Test hatten. Konflikte mit dem Datenschutz sehen die Gesundheitsminister nicht. Im Fall einer Entschädigung des Lohnausgleichs sei eine Abfrage des Impfstatus möglich. Danke. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tom Schneider aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Bundesgesundheitsminister Spahn ist gegen eine Lohnfortzahlung bei Quarantäne. Wie wird diese Entscheidung begründet? Es ist ja gerade im Beitrag angeklungen, argumentiert wird vor allem mit dem Thema Solidarität. Solidarität erfährt in unserem Sozialstaat jeder, der krank wird. Allerdings gibt es ja inzwischen die Möglichkeit für jede oder für jeden, sich gegen das Corona-Risiko impfen zu lassen. Es gibt eine entsprechende Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission und es gibt Impfprodukte, die zugelassen sind. Und insofern wird argumentiert, dass jeder, der jetzt diesen Zugang zu Impfprodukten nicht genutzt hat, letztlich dafür selbst verantwortlich ist, ob er in die Situation gerät, in Quarantäne zu müssen. Und in dem Moment kann sie oder er auch nicht mehr darauf zählen, von der Gemeinschaft dann eben Geld zu bekommen, wenn es dann eben in die Quarantäne geht. Wieso kommt diese Entscheidung denn jetzt? Hat dieser Zeitpunkt auch einen besonderen Hintergrund? Nun, wir haben ja im Sommer erlebt, dass mit der Perspektive Herbst sich die Corona-Politik ein bisschen ändert. Das haben Bund und Länder ja auf einer Konferenz im August bereits angedeutet. Konnte man schon sehen an der Tatsache, dass ab Mitte Oktober ja zum Beispiel keine Corona-Tests mehr für Menschen bezahlt werden, die sich nicht haben impfen lassen. Also wer dann sagt, er möchte gerne Zugang zu Restaurants oder zu Kinos oder zu Konzerten haben und ist nicht geimpft, der muss für den notwendigen Test selbst bezahlen. Und in dieser Logik geht es jetzt eben weiter, auch auf das Thema Quarantäne. Man will es Ungeimpften eben auch ein bisschen ungemütlich machen und man will das deutliche Signal setzen, wenn ihr für euch selbst entscheidet, euch nicht impfen zu lassen, dann aber bitte nicht auf Kosten der Gemeinschaft. Waren sich denn alle bei dieser Entscheidung einig? Es gab Diskussionen, vor allem aber über die Sinnhaftigkeit, mehr Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Das Problem ist ja, dass Leute, die in Quarantäne müssen, jetzt möglicherweise entscheiden könnten, verstecke ich mich doch dann lieber und mache mögliche Corona-Gefahren oder gar eine Infektion überhaupt nicht öffentlich. Und damit wäre am Ende natürlich nichts gewonnen, weil dann Menschen, die möglicherweise ein
Risiko mit sich rumtragen, einfach so in der Gemeinschaft rumlaufen. Damit hat vor allem der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach argumentiert. Es gibt aber auch Bedenken aus der Wirtschaft. Wir haben es auch gerade gehört von der Gewerkschaftsvertreterin, dass das ganze Problem und die Diskussion darum jetzt in Betriebe verlegt wird und dort praktisch eine Diskussion stattfindet, die eigentlich gesamtgesellschaftlich geführt werden müsste. Danke für diese Information aus Berlin, Tom Schneider.